Wer ist Meister Zhong Gong und was ist Zhong Bob? Lesung 5834. Manche Leute fragen sich, wer Meister Zhong Gong ist, ob er eher ein religiöser Führer ist als ein Intellektueller, ein Prophet und welcher Philosophie er angehört. Sie unterrichten Zhong Bob, aber die meisten Leute wissen nicht, was es ist. Es wäre hilfreich, wenn sie erklären könnten, wovon wir sprechen. Die heutige Gesellschaft ist erwachsen geworden und ist heute eine intellektuelle Gesellschaft. Wenn Sie verstehen könnten, was Wissen ist, könnten Sie verstehen, was Zhong Bob ist. Die Entwicklung des Wissens über die Jahrhunderte erfolgte durch menschliches Denken, Intellekt. Aber als es ein bestimmtes Niveau erreicht hatte, etwa 60%, wurde Wissen zum gesunden Menschenverstand und kämpfte darum, weiterzukommen. Es könnte 70% erreichen, aber dann würde es in dieser Position stecken bleiben. Heute werden wir vom gesunden Menschenverstand dominiert. Wir müssen ihn brechen. Unter seinen Fittichen zu bleiben, würde bedeuten, direkt in die Zerstörung zu gehen, denn jeder von uns argumentiert mit seinem eigenen Wissen und die Logiken stehen oft im Widerspruch zueinander. Was zur Folge hat, dass jeder von den anderen getrennt bleibt und versucht, seine eigene Position zu behaupten und in seiner Denkweise verharrt. Selbst hier in Korea, einem freundlichen und familienorientierten Land, gedeiht der Individualismus so sehr, dass die Menschen es sogar vermeiden, Essen zu teilen. Ich präsentierte mir die Wahrheit. Was ist Wahrheit? Es ist das Gesetz der Natur oder Mutter Natur selbst, wenn Sie es vorziehen. Ihr Gesetz liegt dem Leben jedes Menschen zugrunde und regelt alle Operationen des Himmels und der Erde. Das ist der Zhong Bob. Er wird den gesunden Menschenverstand auflösen. Sie sollten sich die Lesungen des Zhong Bob mindestens 100 Tage lang anhören, aber ich garantiere Ihnen, dass nach einem Monat des Hörens die Ketten ihres gesunden Menschenverstandes bereits gebrochen sind. Geschieht dies nicht, ist es nicht der Zhong Bob. Was mich betrifft, bin ich nicht in die Zhong Bob-Idee involviert, die sich aus Leuten zusammensetzt, die meine Lesungen gesammelt und organisiert haben. Sie kümmern sich darum, dass ich unterrichte, und das ist es. Ich besitze kein Geschäft, ich habe nie eine Organisation, Religion oder irgendetwas anderes gegründet. Und bevor ich den Berg Symbol bestieg, um mir das Leben zu nehmen, war ich noch nie in einer Kirche oder einem Tempel, dem er nicht gehört. Ich besitze nichts, ich bin als Hongigegan geboren und lebe als solcher. Aber das sollten wir alle sein, denn das sind wir alle. Eins zu werden, haben wir uns mit dem Blut und den Opfern von 5000 Jahren unseres Lebens ernährt. 1952, als die ersten Hongik-Ingans auftauchten, gab es nichts. Alles war durch den Koreakrieg zerstört worden, aber dank der Energie, die aus der ganzen Welt zu uns kam, konnte das Land wachsen. Das konnte sich damals niemand vorstellen. Korea könnte sich so schnell entwickeln. Es war ein großartiges Projekt der Natur. Jetzt ist unser Volk zum Stillstand gekommen und hat die Natur selbst in eine Krise gebracht. Wenn wir noch 15 oder 20 Jahre stillstehen würden, wären wir nicht nur die Einzigen, nicht nur diejenigen, die Schwierigkeiten haben, die gesamte Menschheit würde Chaos erleben. Aber wenn wir uns darauf konzentrieren und konsequent vorgehen, könnten wir den Welthunger einen Schlag beseitigen. Wir haben diese Macht. Es ist das Hunger Zero Project und es liegt in unserer Verantwortung. Denn nach dem Krieg hat uns die ganze Welt geholfen, wieder aufzustehen. Wir müssen dieses Projekt planen und durchführen. Wir müssen es für die ganze Menschheit tun. Ich bin ein Hongik-Ingan. Du hast mich gefragt und ich antworte dir, ich bin ein Hongik-Ingan. Wir alle sind es, auch wenn sich noch niemand in der Umgebung so nennen könnte. Hongik Ingans
leben nicht für sich selbst, sondern widmen ihre Existenz dem Wohl anderer. Hier ist, was sie sind.